Wenn's nach dir ging, würden Lebensmittel nicht so teuer sein. Doch wer macht denn da die Preise und steckt die Profite ein? Wenn's nach dir ging, wär die Miete und der Mietvertrag sozial. Durch die Weißer Kreisgesetze ist das leider nicht der Fall. Doch du stehst da beiseite und hältst dich lieber raus. Wie kommt es, dass du dir nicht und deiner Kraft vertraust? Wenn's nach dir ging, hättest du schon längst das Mitbestimmungsrecht. Doch die Bosse der Konzerne sehen dich lieber als ihr Knecht. Wenn's nach dir ging, wär der sichere Arbeitsplatz nicht nur Geschwätz und das Recht auf Brot und Arbeit stünde drin im Grundgesetz. Doch du stehst da beiseite und hältst dich lieber raus. Wie kommt es, dass du dir nicht und deiner Kraft vertraust? Wenn's nach dir ging, dürfte niemand mit Gebietsansprüchen drohen. Jedoch Strauß und Springer wollen nach wie vor die Expansion. Wenn's nach dir ging, brät die Bundesrepublik für Frieden ein und die DDR wird anerkannter Nachbarstaat sein. Doch du stehst da beiseite und hältst dich lieber raus. Wie kommt es, dass du dir nicht und deiner Kraft vertraust? Wenn's nach dir ging, wär die braune Pest für alle Zeit vorbei und Armee und Staat und Wirtschaft wären von allen Nazis frei. Wenn's nach dir ging, könnte hierzulande vieles besser sein. Darum steh nicht bloß beiseite, tritt doch für dich selber ein. Kämpfen werden unaufhaltsam sein.